So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, die Aufnahme war synchron letztes Mal, damit sollte die hier es auch sein. Wir sind bei den neuen Leveln angekommen. Das heißt, neuen Level angekommen. Es wurden neue Level gebaut. Wir haben lange nicht mehr gespielt und deswegen haben wir jetzt ganz viel Twakes und Alina vor uns. Und heute gucken wir uns ein bisschen Twakes an. Und zwar Seif ist das erste Level. Kann man in 18 Sekunden schaffen? This is a mess, Part 1. Aha. Na, gucken wir mal. Na, gucken wir mal. Muss man sogar in 20 Sekunden schaffen. Das ist nicht so gut. Hä? Ach, okay, verstanden. Oh Gott. Oh, das ist... Ich bin schon zu blöd für den ersten Sprung. Hä, wo stoße ich mir denn da die Birne? Hä? Ist die Wolke fest? Alter, was? Ich muss doch da aber direkt auf die Plattform drauf, oder nicht? Und jetzt zurück. Und dann... Keine Ahnung, wohin. Hä? Ach, ich kann keinen Drehsprung. Ups. Wollte Drehsprung machen. Geht nicht. Muss ich... Away. Ah, verstanden. Ich muss erst hier rüber. Dann hier rüber. Und dann so. Und dann komme ich hier hoch. Und jetzt läuft die Geschichte viel besser. Ah, da war der Denkfehler. Dann muss ich da hoch. Okay, alles klar. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Da, ich muss aber da höher. Ich muss irgendwie höher kommen. Okay. Und durch. So, was kommt jetzt? Ich habe Angst. Ja, das muss ich erst verstehen. Aber das läuft. So. Den zweiten Teil muss ich halt erst noch verstehen. Hier. Ach, da ist ein Schlüssel. Ah, okay, alles klar. Verstanden. Da ist dann ein Schlüssel. Hops. Zack. Tock. Und hopp. Zack, runter. Und dann nochmal zweimal springen. Okay. Muss man halt erstmal sehen, ne? Aber dann, wenn man es mal gesehen hat, sollte das eigentlich klar gehen. Das ist nicht so schwierig, das Level. Und hopp. Zack. Passt. Einmal hier durch. Und hops. Donk. Ah, okay. Der zweite Donk hat nicht gesessen. Okay. Plop. Tock. So. Und hops. Plonk. Ah, der zweite Plonk ist immer falsch. Eieieiei. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Gelöst haben wir das Level schon. Wir müssen es nur noch umsetzen. Ah, es ist so gut wie vollbracht. Zwei oder drei Versuche noch, dann haben wir es hier durch. Plonk. Und durch die Tür. Und okay, zwei Sekunden habe ich aber noch. Was kommt denn jetzt noch?
Meine Hektik kommt noch. Ach, komm schon. Oh, was war das denn jetzt? Wäre ich nicht hektisch gewesen, wäre ausreichend Zeit gewesen. Ach, komm. Ach, so ein Quatsch. So. Aber gut zu wissen, dass wir dieses Level relativ schnell lösen werden. Haben wir mehr Zeit für die anderen. So. Jetzt lasse ich mir hier nichts mehr in die Quere kommen. So. Eieiei. Schön. Das ging fix. Schönes Level zum Einstieg. Perfekt, passt. So, zack. Und auf geht's. Pollys. Auch scheinbar kurz 5%. This is a mess Part 2. Ah ja. Na dann, let's go. Ach du grüne Neune. So ein Ding mit 35 Sekunden ist allerdings schon wieder etwas ganz was anderes. Achso, Wandsprung dann halt, ne? Ach du grüne Neune. Ja, das ist jetzt aber ja berührt. Haha, das ist jetzt ja berührt, stimmt. Eieieiei. Ach, Twakes, Hilfe. Mach doch sowas nicht. Okay. Ja, aber... Okay, ich muss mal gucken, wie es weitergeht. Ach so, ich darf aber dann nicht... Okay. Hä? Ach so, und dann muss der auch passen. Und dann muss der aber zufällig immer wieder passen. Und dann... Brauche ich den noch? Oh Gott. Was kommt da denn? 5%? Was? Welche Verrückten haben das denn gespielt? Oder es wirkt nur wieder komplizierter, als es dann am Ende in der Umsetzung ist. Kann ja sein. Ja, aber das verstehe ich noch nicht. Da werde ich immer wieder hängen bleiben. Ah ja, okay. Wenn man das dann richtig timet... Funktioniert das schon? Ja, das hat jetzt nicht funktioniert, ist klar. Und da warte ich dann einfach ab, bis der kommt. Und dann drehe ich mich da hoch. Und dann werde ich jetzt... wäre es hier wieder schief gegangen. Oh nein, und dann muss ich da noch durch die Wolken durch. Oh nein, die Wolken werden mich treffen. Die Wolken werden mich doch treffen. Oh Junge. Okay. Nein! Ah, aber wir probieren weiter. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Hätte jetzt funktioniert. Hätte jetzt funktioniert. Okay. Das ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Ja, tschüss. Es wirkt nur schlimmer. Nein, was tue ich denn? Dumm sein tue ich. Diese blöde Plattform hier. Warum ist eigentlich dieses Ding da? Das verstehe ich nicht.
Ah ja. Dafür. Alles klar. Ah, diese... Zum Glück ist es nicht gleichzeitig ein... Achso, kann man gar nicht, ne? Man kann nicht gleichzeitig sammeln alle Münzen und... Ist diese blöden... Ah, dass ich da nicht vorher... Ich muss vorher nochmal stoppen. Ich muss ja nochmal stoppen, dann muss ich noch den Wandsprung ansetzen. Sonst komme ich an der Plattform nicht vorbei. Ja, nicht so. Warte, ich kann es ja auch öfter machen, ne? Ah, ich habe eine Idee. Ja, ich kann es ja auch öfter machen. Wow! Das war nicht, was ich wollte. Oh Gott! Ja, habe ich mir gedacht. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn da plötzlich für einen Quatsch an der Stelle? Vollkommen unnötig. Jetzt bin ich irgendwie raus aus meinem Rhythmus, den ich am Anfang hatte. Weiß auch nicht warum. Ich komme nicht mehr da durch. Ich komme da einfach nicht mehr durch. Ach, geh doch heim. Ich hatte doch vorhin so einen schönen Ablauf. Da hat es funktioniert. Wieso kriege ich es jetzt nicht mehr hin? Ja, so ähnlich. Gut. Jetzt kein Quatsch mehr machen. Okay. Nein, das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht doch. Okay. Ich hasse alles. Oh, wie kam ich... wie soll ich denn da vernünftig durchkommen, wenn ich aufgeregt bin? Wie soll ich denn da vernünftig durchkommen, wenn ich aufgeregt bin? Ach Gott. Mist. Ah, so ein Käse. Ach, die Wolken am Schluss waren notwendig, ne? Ah. Wow. Diese Stelle in der Mitte ist die dümmste überhaupt. Ich habe dafür keine vernünftige Strategie. Mal klappt's und mal klappt's nicht. Mann, mache ich denn da falsch? Ah! Außer alles. Ja.
So. Ja, sie kommt hier schon. Ja, aber... Hä? Wenn ich es so mache, schwinge ich da zwar hin und her. Aber wer dann beim Rückschwingen von dem Ding erwischt? Ach. Müsste da ach, schon nochmal springen? Ich bin ja richtig. Jetzt habe ich die Strategie verstanden. Ich muss einfach nochmal springen. Dann lande ich wieder in dem Haken, komme nicht auf die Plattform. Und dann komme ich perfekt durch das Ding durch. Ne? Das müsste funktionieren. Ja, irgendwie so. Ja, da muss ich irgendwie nochmal... Weil ich kann halt nicht... Ah doch, kann ich schon. Kann ich schon. Okay, okay, okay. Alles klar. Ich darf nicht weiter nach links schwingen. Dann könnte es auch funktionieren. Dann muss ich gar nicht mit dem nochmal springen oder so rangehen, sondern einfach nicht nochmal nach links schwingen. Mal gucken. Ja. Klappt sogar sehr gut. Okay, perfekt. Damit haben wir jetzt eine Strategie, selbst wenn es jetzt nicht funktionieren sollte, ist es mir egal, weil ich habe eine Strategie. Und was anderes brauche ich gar nicht. Ja, ist egal. Passt. Passt. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Jetzt habe ich endlich eine Strategie für die dumme Stelle. Ah... Ah, okay, hat noch nicht gereicht. Ich muss mehr gegenlenken. Ich muss mehr gegenlenken. Hab ich schon gesagt, dass ich mehr gegenlenken muss. Nein, ich muss... Wie gesagt, mehr gegenlenken. Oder gar nicht erst, ja, gar nicht erst mit so einem Mega-Schwung da rein. Vielleicht geht das auch. Dass ich vorher ein bisschen, wobei nein, ich muss ja einmal rüberschwingen, damit ich überhaupt diesen Dings auslöse. Ach. Nee, vorhin hat es funktioniert. Wie habe ich das gemacht? Was habe ich denn vorhin anders gemacht? Jetzt hat er nicht ausgelöst. Okay, okay, aber sollte passen noch. Ja, ist alles noch drin, alles noch drin. Alles noch drin. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's zeitlich sehr kritisch. Jetzt muss ich Risiko gehen. Ne, jetzt kann ich's nicht mehr schaffen. Ach, Mist. Ja, weil mit einer Stampfattacke hier runter, das ist... haut auch nicht hin. Ach, schade. Also optimal wird die Stelle in der Mitte, glaube ich, nicht mehr. Aber wir kommen einigermaßen durch manchmal. So eine halbe Strategie haben wir. Leider keine ganze, habe ich festgestellt.
Leider funktioniert die nicht immer so, wie ich das gerne hätte. Jetzt hat's wieder gepasst. Ha. Irgendwas mache ich mal richtig und mal falsch. Keine Ahnung. So, wir haben genug Zeit. Ich muss mich nicht hetzen. Oh, yes! Junge, Twakes. Junge, Junge, Junge. Du baust Zeug. Ei. Ei. Okay. Okay, Babystar ist aber meistens ja ein nettes Level von ihm gewesen. Aber das ist am Mess Part 3, obwohl Babystar... Weltrekord 2,52. 2 von 8 und 2... 6 Leute haben es überhaupt nur gespielt. Okay. Babystar Neos. Boah, ich darf springen. Oh, cool. Oh. Ja, aber... Wie komme ich denn hier hoch nachher? Selbst mit dem Ding. Hä? Ach, ich kann ja Wand springen. Ich kann ja Wand springen. Lul. Yo, hi. Ist die Frage, darf ich da runter? Soll ich da runter? Muss ich da runter? Ich darf, aber es nützt mir genau gar nichts. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Freut mich. Also muss ich hier hoch. Nein, geh weg. Kommt da was raus? Oder komme ich da rein? Weder noch. Weder noch. Aber irgendwo müssen ja die roten Münzen herkommen. Aber vielleicht halt noch nicht aus dem... Oh mein Gott. Vielleicht noch nicht aus dem Abschnitt. Okay, hier geht's hoch und hier geht's runter. Zu Yoshi, wo ich nicht hinkomme. Cool. Aber hier geht's raus. Jo, was? Komme ich da mit einem Sprung rüber? Oh Gott. Achso, jetzt hole ich mir Yoshi hier, ja? Okay. Ja, easy. Oh, der kann die gar nicht essen. Der kann doch sonst alles hier essen. Ach, und jetzt ist er schon wieder weg. Ach, du grüne Neune. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Kann ich die nicht töten in 3D World? Wir spielen noch 3D World, ne? Was spielen wir denn gerade? Ne, wir spielen You. Mist. Deswegen kann ich die auch nicht töten. Käse. Stimmt, in 3D World könnte ich ja auch rollen und so ein Kram machen. Ach Mann. Ich bin halt mal wieder komplett lost. Lass mich in Ruhe. Also den brauchen wir ein bisschen länger, den Helm. Den würde ich gerne ein bisschen länger behalten. Als nur bis zu der einen Stelle. Oh, lass mich mal was ausprobieren. Haha! Oh, das ist sogar wichtig. Oh Gott, ich hoffe, ich habe noch nicht jetzt über was... Ich hoffe, ich habe vorher noch nichts übersehen. Baby.
lass mich in Ruhe. So, wir gehen hier auf Nummer sicher. Okay, da ist die erste. Oh Gott. Aber wenn ich irgendwo anders jetzt übersehen habe, ne? Ei. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil woanders war bisher ja nichts. Na gut, jetzt müssen wir wieder bis zu Yoshi kommen. Oh, aber die Röhre da ist dann ja auch... Nein, das wäre fies. Nein, das hat er nicht gemacht. Mist. So, aber hier muss ich jetzt... jetzt darf ich ihn nicht kaputt machen. Ah, ist schon frech. Oh Gott. So, keine Ahnung, was hier unten kommt. Ich würde ja auf einen Checkpoint hoffen, aber da wir rote Münzen sammeln, kann ich das knicken. Okay. Wait, wieso? Ja, das jetzt, unerwartet. Jetzt ist die rote Münze halt weg. Ja, na gut. Nee, ist sie nicht. Nee, die habe ich noch. Ich bin dumm. Alles gut. Hallo. Ich krieg weder die... Oh. Ach so, mit der Explosion nicht. Mit mir wird das losgesch... Ah, verstehe. Okay. Oh nein, die muss ich drücken. Das... Hätte ich jetzt an die rote Münze rankommen sollen, bitteschön. Oh, jetzt hätte ich den explodieren lassen. Ah, toll. Ach, du grüne Neune. Also ich muss den auf jeden Fall behalten. Ja. Cool. Super. Oh. So, weg mit euch diesmal. An den muss ich irgendwie unten dran ganz schnell. Also die Münze da, nee. Die scheinen mir optional zu sein. Kann das? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die optional sind. Toll. Oh, lösch dich doch. Gaude Welt. Problem ist, wahrscheinlich komme ich jetzt vorne raus. Nee. Also ich kann auch nicht zurück und die holen. Okay. Was ist das? Reset? Hä? Achso, wenn ich runterfalle. Okay. So wie jetzt. Oh Gott. Oh, das geht weiter, das Ding. Oh nein. Oh, jetzt kommt wieder Twakes raus. Mit seinen Plattformen, mit seinen multi-mega vielen Plattformen immer. Oh, Ziel, was? Okay. Ich sag ja, die roten Münzen sind optional. Okay. Aber da habe ich ja Millionen Zeug jetzt verpasst, oder?
Ach, da steht's ja so. Ich... Okay. Keine Ahnung, wo die anderen gewesen. Also da vielleicht wäre, ich glaube am Schluss bei der Röhre kommt man noch, also beim Ziel in die Röhre kann man noch reinlaufen. Und da oben war noch eine Röhre. Aber puh! Vor allem, ich wüsste jetzt gerade gar nicht mal, wo man die da einsetzen kann. Wahrscheinlich auch da hinterm Ziel bei der, da, dass da noch irgendwas. Aber nee, danke. Dann beim nächsten Mal wieder Alina Level. Und dann wieder Twakes Level. Ja, wir wechseln das so ein bisschen ab. Es ist ja von allem genug da. Gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.